Okay, danke Peter für den Hinweis. Okay, Frau Oellinger, Sie haben zugehört, wie die Lage bei den Jüngsten ist und wie es in den Institutionen der Jüngsten ist, in der Elementarpädagogik. Sie haben 2 Jahre Ihrer Schulzeit jetzt mit Pandemie, Corona und schnell wechselnden Ankündigungen, was am nächsten Tag, was nach dem Wochenende passieren soll, miterlebt und in der letzten Woche Matura geschrieben. Und die ist für manche noch gar nicht vorbei, weil die haben heute noch eine Arbeit. Sie sind da schon durch. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und bitte erzählen Sie uns, wie Sie sich als Bundesschulsprecherin in Österreich für die jungen Menschen engagiert haben, was da die Herausforderungen waren, womit sie Ja. sich herumgeschlagen haben. Bitte sehr. Ja, genau. Dankeschön für die Einladung und hallo von meiner Seite. Mein Name ist Susanne Oellinger. Ich bin diesjährige Bundesschulsprecherin. Das bedeutet die Vertretung aller 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler Österreichs gegenüber der Politik und EntscheidungsträgerInnen. Und ich möchte halt einfach kurz erzählen, wie, wann und wo wurden wir als Vertretung bzw. stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler in die politischen Entscheidungen, gerade im Schulbereich, während der Pandemie mit einbezogen und natürlich auch, wie ist es uns während der Pandemie gegangen, wie geht es uns jetzt? Sie war selbst 2 Jahre davon in der Schule. Habe jetzt letzte Woche maturiert und da einfach auch sehr viel Einblicke von anderen Seiten mitbekommen und natürlich auch persönlich. Genau, kurz zu diesem Vertretungssystem. Wir haben in Österreich ein Schülerinnenvertretungssystem. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler auf 3 Ebenen repräsentiert werden. Und zwar hat jede Schule eine Schülerinnenvertretung, die von allen Schülerinnen und Schülern an diese Schule gewählt wird. Zusätzlich dazu gibt es in jedem Bundesland eine Landesschülerinnenvertretung, die circa immer zwischen 12 und 24 Personen, je nach Größe des Bundeslandes, hat und auch eine Bundesschülerinnenvertretung, die aus 29 Personen in ganz Österreich besteht und dann quasi das höchste Gremium der Schülerinnenvertretung ist. Und da bin jetzt genau ich an der Spitze. Von uns als Vertretung ist es die Aufgabe, uns regelmäßig bei Schülerinnen und Schülern umzuhören, uns selbst zu intensiven schulpolitischen Themen zu verfassen und diese Konzepte, die daraus entstehen, diese Ideen dann direkt an das Bildungsministerium, an den Bildungsminister oder auch an andere Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger weiterzugeben. Wir haben den großen Vorteil, dass unsere Vertretung gesetzlich verankert und somit auch legitimiert ist, dass wir für Schülerinnen und Schüler sprechen. Und wir somit einfach auch eine sehr große Verantwortung haben, die wir immer versuchen, sehr ernst zu nehmen. Genau, also grundsätzlich, wir beschäftigen uns mit allen möglichen schulpolitischen Sachen, aber gerade wenn es zu Krisensituationen kommt, werden wir als Vertretung nochmal relevanter. Warum? Weil genau das die Momente sind, wo uns Schülerinnen und Schüler am meisten brauchen. Und so ein Moment, wo uns Schülerinnen und Schüler ganz, ganz dringend gebraucht haben, war der Anfang von dieser Pandemie. Also wenn wir uns zurückerinnern, März 2020, das war einfach die Zeit, wo von einem Tag auf den anderen einfach alle Grundlagen, alle Standpunkte, die wir gehabt haben, von einem Tag auf den anderen umgerissen worden sind. Das heißt, dass dieses Schulsystem, an das die meisten Schülerinnen und Schüler gewohnt waren, an das wir uns angepasst haben, nimmer existieren können hat, wie wir es gewohnt waren. Und wir einfach sehr aus diesen Strukturen herausgerissen worden sind, die in meinen Augen und was man jetzt, glaube ich, nach 2 Jahren sagen kann, enorm wichtig sind für Kinder und Jugendliche. Einfach weil wir uns alle in einem Alter befinden, wo man sich sehr viel verändert, wo genau solche Faktoren wie Schule, die einfach einen gewissen Halt und Struktur gibt, sehr wichtig sind. Und wenn das von einem Tag auf den anderen nicht mehr da ist, dann wird einfach jede und jeder vor gewisse Probleme gestellt. Das ist einerseits Distance Learning. Wie gehe ich damit um, wenn ich auf einmal jeden Tag zu Hause sitze und mein einziger sozialer Kontakt vielleicht meine Familie sind, der Unterricht vor einem Bildschirm ist, ich nicht direkt mit der Lehrperson reden kann, geschweige denn ich vielleicht nicht einmal einen Bildschirm habe, weil natürlich nicht jeder
ein digitales Gerät zu Hause hat. Da kommen ganz viele Faktoren dazu, wie soziales Umfeld, wie ist das familiäre Verhältnis zu Hause? Habe ich zu Hause überhaupt dieses Lernumfeld, das ich brauche, um in der Schule mitzukommen? Und der eine oder die andere hat sich vielleicht im ersten Moment gedacht, na, nicht Distance Learning, habe ich quasi vielleicht ein bisschen entspannteres Schuldasein, aber dieser Blickwinkel hat sich sehr, sehr schnell verändert. Und das ist dann auch das, wo wir einfach aus Vertretung ins Spiel gekommen worden sind. Das heißt, dass wir diese Anliegen, diese Probleme, die da passiert sind, schnellstmöglich an das Bildungsministerium gebracht haben. Weil wir einfach diejenigen sind, die erstens die Möglichkeit haben, dass wir mit ganz vielen Schülerinnen und Schülern sprechen aufgrund dieser verschiedenen Vertretungssysteme, aber auch einfach deswegen, weil wir als Schülervertretung selbst in die Schule gehen. Ich bin selbst auch Schülerin und habe dementsprechend ganz viele Einblicke bekommen und das ist in meinen Augen einfach ein enorm wichtiger Faktor, was unsere Standpunkte betrifft, weil wir auch sehen, wie es in der Realität ist und warum es so wichtig ist, dass wir die direkt an das Bildungsministerium bringen. Genau. In diesen letzten 2 Jahren sind wir als Bundesschülerinnenvertretung beziehungsweise auch die Vertretungen an die Schulen und im Land auf unterschiedlichste Weise gefordert worden. Ich sage immer ganz gern das Beispiel Matura, von dem hat der ein oder andere hier vielleicht was gehört. Beispielsweise 2020, wir sind von einem Tag auf den anderen in Distance Learning geworfen worden und da haben wir dann als Vertretung gesagt, okay, es braucht Erleichterungen, es braucht adäquate Anpassungen, weil den Schülerinnen und Schülern, denen geht es gerade nicht gut. Einerseits sind sie schulisch nicht so vorbereitet, dass sie eine normale Matura schreiben können. Andererseits ist einfach gerade eine enorme Rundherum-Belastung da und auf die muss man reagieren. Und daraufhin haben wir uns mit dem Bildungsministerium an den Tisch gesetzt. Wir haben da einen sehr guten Austausch und auch einen sehr regelmäßigen und haben überlegt, okay, was können wir machen? Zur Vorstellung, wie läuft sowas ab? Natürlich, das Bildungsministerium hat Ideen, wir haben Ideen und was man auch nicht vergessen darf, es gibt natürlich auch immer andere Schulpartnerinnen und Schulpartner. Das bedeutet, es gibt nicht nur die Schülerinnenvertretung, sondern auch die Vertretung von Lehrerinnen und Lehrern und auch die von den Eltern, die manchmal dieselben Standpunkte haben wie wir, manchmal aber auch differenzierte. Und da muss man sich dann einfach anschauen, okay, welche Punkte überschneiden sich vielleicht, welche sind überhaupt in der Realität umsetzbar und vor allem, wie können wir sie im Idealfall auch möglichst schnell umsetzen. Weil die Krise hat, glaube ich, sehr gut gezeigt, dass es wichtig ist, oft sehr schnell zu reagieren und sehr schnell Veränderungen zu setzen, weil sich oft innerhalb von ein, zwei Tagen einfach die Situation sehr gedreht hat. Das ist vorher schon kurz angesprochen worden. Die Situation mit, man kommt am Freitag von der Schule heim und am Montag ist das System gefühlt schon wieder anders. Es hat es die letzten 2 Jahre öfters gegeben und ist natürlich auch eine zusätzliche Belastung für Schülerinnen und Schüler gewesen, weil es einem wieder den Halt und die Struktur genommen hat. Was man natürlich da dazu sagen muss, durch das, dass die Pandemie sehr schnell umschwanken kann, ist es oft nicht anders gegangen, dass Entscheidungen so kurzfristig gefallen worden sind. Da ist aber dann wieder immer unser Punkt als Vertretung gewesen, möglichst schnell Schülerinnen und Schüler zu informieren, auch da sein, also auch für Fragen da zu sein, Erlässe und Verordnungen zu erklären und vor allem, wenn es so ein Problem gibt, möglichst schnell sich anzuschauen, okay, inwiefern können wir behilflich sein, dass dieses Problem gelöst wird, wo ist die Kompetenz dieses Problems, also die Kompetenz, dass es jemand behebt. Und wir haben da zum Beispiel auch dieses System entwickelt, dass wir immer mit den Landesschülerinnenvertretungen in Kontakt waren, beziehungsweise bis jetzt sind. Wir sind zwar jetzt gerade in einer besseren Phase der Pandemie, aber es gibt teilweise immer noch Nachwirkungen, dass sobald es eine Schule gegeben hat, wo dieses System nicht funktioniert hat, also wo beispielsweise sich nicht an Verordnungen oder Erlässe gehalten worden ist, wo einfach ein Problem mit der Umsetzung war, dass wir diese Schulen sofort dem Bildungsministerium als auch der Bildungsdirektion gemeldet haben, um möglichst schnell Schritte zu setzen, dass dort der Fehler unter Anführungszeichen behoben wird und Schülerinnen und Schüler einfach bestmöglich trotz der Krisensituation wieder ihren Schulalltag leben können. Genau, also da ist einfach der Kontakt mit dem Bildungsministerium und der Bildungsdirektion enorm wichtig. Das ist auch der Ansatz von mir persönlich, Kommunikation, um einfach Probleme möglichst schnell aus dem Weg zu schaffen. Und wir sind beispielsweise da mit dem Bildungsministerium natürlich im Kontakt, auch vor allem mit dem Bildungsminister, vor allem ich als Bundesschulsprecherin, das ist auch meine Aufgabe,
aber auch mit anderen Ministerien. Wir sind mit den Elternvertretern und den Lehrerinnenvertretern ganz viel im Kontakt und zum Beispiel auch mit der Bundesjugendvertretung. Vielleicht sagt es da jemandem was. Die Bundesjugendvertretung ist die Vertretung aller 0- bis 30-Jährigen, also der Definition von Jugendlichen. Und wir als Bundesschülerinnenvertretung sind da auch ein Teil davon. Und die sind auch in der Pandemie extrem relevant geworden. Gerade jetzt in Bezug auf die Frage, die ich am Anfang gesagt habe, inwiefern sind wir mit eingebunden worden? Weil wir als Bundesschülerinnenvertretung beschäftigen sich mit Schulpolitik. Das bedeutet, alles, was sich rund um die Schule bewegt, wie Schülerinnen und Schüler in der Schule geht. Und die Bundesjugendvertretung deckt dahingehend einfach auch größere Themen ab und besteht aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Organisationen, die sich mit Jugendarbeit beschäftigen oder mit der Vertretung von Jugendlichen. Und in diesem Sinne ist für die und auch für uns das Thema psychische Gesundheit in den letzten 2 Jahren enorm wichtig geworden. Warum? Weil es einerseits generell eine Entstigmatisierung und Enttabuisierung von dieser Thematik in unserer Gesellschaft braucht, aber auch einfach deswegen, weil die psychische Belastung in der Krise enorm geworden ist. Kindern und Jugendlichen ist sehr viel Halt und Struktur genommen worden und sie sind oft vor sehr große Challenges gestellt worden und die sind nicht ohne Spuren an uns vorbeigegangen. Das zeigen ganz viele Zahlen und Studien. Es gibt die Studie der Donau-Uni Krems, die sagt, dass jede 6. Person sich überlegt, das Leben zu nehmen und 25% suizidale Gedanken haben, was in meinen Augen extrem alarmierende Werte sind. Und indirekt auch ein Hilfeschrei von der Jugend, von Kindern und Jugendlichen, dass wir vor allem jetzt Unterstützung brauchen. Denn vor allem wir Jugendlichen, wir haben in der Pandemie sehr viel zurückgesteckt, wir sind nicht mehr in die Schule gegangen, wir haben soziale Kontakte extrem minimiert für die ältere Generation, gerade am Anfang, wo einfach laut dem wissenschaftlichen Stand zu diesem Zeitpunkt damals der Coronavirus für uns Jugendlichen eher ein geringeres Risiko ausgestrahlt hat und haben da einfach sehr viel gegeben und oft fehlt aber dann auch das Verständnis, dass es hier jetzt die Unterstützung der Jugend braucht und auf das haben wir uns neben unserer Vertretungsarbeit sehr konzentriert, dass wir einerseits mit Forderungen rausgehen zur Unterstützung von der psychischen Gesundheit wie der Aufstockung von der Schulpsychologie. Derzeit ist es so, dass ein Schulpsychologe oder eine Schulpsychologin für ca. 6.400 Schülerinnen und Schüler verantwortlich ist. Und wenn man sich das in Relation ausschaut, ist es einfach viel zu wenig. Genau, und dahingehend hat natürlich auch die Bundesjugendvertretung etwas gemacht. Das ist jetzt auch ein Volksbegehren zur psychischen Gesundheit gestartet worden, was jetzt gerade die Eintagungswoche hat, um einfach wirklich dahingehend Schritte zu setzen. Und das leitet mich auch über zu dieser Frage, wie geht es den Jugendlichen und den Kindern in der Pandemie? Die Schule wird oft, also ich sage immer ganz gerne, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, man merkt oft erst, was man hat, wenn man es nicht mehr hat, gerade in Bezug auf die Schule, weil spätestens nach 1 bis 2 Monaten Distance Learning kenne ich niemanden, der mir gesagt hat, er freut sich nicht endlich wieder in den Präsenzunterricht zu können. Nämlich nicht nur, weil man wieder normalen Unterricht hat, wenn man die Lehrperson fragen kann, wenn man ein Problem hat, wenn man sich wohl nicht auskennt, sondern vor allem wegen dieser sozialen Komponente. In der Schule hat man sein Lernumfeld, seine Freundinnen und Freunde und einfach auch etwas, was zum Großwerden, zum Erwachsenwerden dazugehört. Und man darf nicht vergessen, es ist sehr oft in meinen Augen in der Pandemie davon ausgegangen worden, dass jeder und jede diese klassische Bilderbuchfamilie hat mit digitalen Endgeräten, mit guten Familienverhältnissen, im Idealfall noch Geschwistern, dass man nicht alleine ist. Und natürlich, solche Familien gibt es und das ist super gut für diese Personen, aber es gibt auch die Gegenteile, wo die familiären Verhältnisse nicht passen, mit Gewalt in der Familie, nicht die finanziellen Mitteln, sozial schwächere Familien. Und da hat es unbedingt Unterstützung, beziehungsweise braucht es immer noch die Unterstützung, weil die in der Pandemie einfach mehr auf der Strecke geblieben sind wie andere. Und in meinen Augen auch, wenn wir jetzt in einem besseren Teil der Pandemie wieder sind und jetzt auch mit der Impfung natürlich mehr Möglichkeiten haben, nur weil die Zahlen jetzt besser sind, heißt es das nicht, dass man quasi wieder sagen kann, okay, jetzt braucht es keine Unterstützung mehr, sondern
die Folgen der Pandemie werden sich noch länger mit uns bewegen und da darf man jetzt nicht nachlassen. Sei es mit der psychischen Gesundheit, als auch der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern. Förderunterricht ist da auch ein Stichwort. Ich bin gerade selbst Maturantin und habe das ganze Jahr Förderunterricht gehabt, weil wir nicht so viele in der Schule waren. Aber nur weil ich heuer Maturantin war, heißt es nicht, dass immer nur die Abschlussklassen Förderunterricht brauchen, sondern das geht bis in die Volksschule. Jede Schulstufe hat auf ihre eigene Art und Weise Lerndefizite und Lernlücken und die müssen ausgebessert werden. Da muss es die Möglichkeit geben, dass man Schülerinnen und Schüler unterstützt, damit sie, wenn sie den Willen dazu haben, sich wieder quasi einzufinden in den Schulalltag, dass sie da einfach auch die nötige Unterstützung haben. Und da ist gemeinsam mit dem Bildungsministerium und unserer Bundesschülerinnenvertretung auch schon ganz viel gemacht worden. Da sind jetzt auch Förderunterrichte durch alle Schulstufen möglich gemacht worden. Und das ist wieder was, wo ich sage, okay, da ist es extrem wertvoll, dass wir in Österreich dieses Vertretungssystem haben, die für Schülerinnen und Schüler sprechen können, weil am Ende vom Tag ist es meine Ansicht, dass die, die es selbst erleben, trotzdem am besten beurteilen können. Und somit ist es extrem wichtig, dass die Jugend gefragt wird und in einer Pandemie vor allem. Und es ist schwierig, dass es reden ganz, ganz viele in dem Bereich Bildung mit. Und da bin ich sehr froh, dass wir einfach als Bundesschülerinnenvertretung da auch die Möglichkeit haben, so viel mitreden zu können und in der Vergangenheit auch unsere Inputs geben können haben. Und nicht nur im Bereich der Schule, weil zum Beispiel wir sind heuer auch in die Impfpflicht mit einbezogen worden. Das heißt einfach aus Sicht von Schülerinnen und Schülern, wie wirkt sich die Impfpflicht beispielsweise auf den Schulalltag aus? Weil ganz oft wird Schulalltag nur mit den 0815 Sachen verbunden, wie Unterricht, Lehrerinnen und Lehrer. Aber in der Schule wird auch ganz viel gesellschaftlich-politisches ausgelebt. Das heißt, wenn man jetzt das Beispiel diese Impfpflicht hernimmt, Schülerinnen und Schüler reden in der Schule miteinander, da kommen verschiedene Ansichten aufeinander, da kommen verschiedene familiäre Ansichten, auch vielleicht von Lehrpersonen aufeinander. Und da kann natürlich auch einmal eine Klassengemeinschaft darunter leiden, da kann es zu Mobbingfällen kommen, zur Ausgrenzung von Schülerinnen und Schülern. Und das ist dann natürlich auch wieder was, wo es uns als Vertretung betrifft. Wie wirken sich gewisse gesellschaftspolitische Entscheidungen auf die Schule und auch auf unsere Zielgruppe aus? Und inwiefern kann das dann auch weitergehend Einfluss auf den Schulalltag haben? Und da haben wir zum Beispiel auch unsere Inputs in Richtung der Impfpflicht gegeben und gesagt, okay, egal ob pro oder gegen Impfung, wir haben uns natürlich pro Impfung bekannt, aber es kann zu diesen und diesen Diskussionen in der Schule kommen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man Aufklärung sagt, dass man schaut, okay, wie kann man die Klassengemeinschaft aktiv fördern, wie kann man einen Diskurs fördern, dass Schülerinnen und Schüler auch miteinander sprechen. Und wie kann man beispielsweise vorgehen, wenn es zu Mobbingfällen aufgrund von Standpunkten gegenüber Corona kommt? Weil das ist ganz viel unterschätzt worden, dass da echt diese Grundsatzdiskussionen, auch wenn man glaubt, dass sie beispielsweise nur in der älteren Gesellschaft waren, die haben vor der Schule keinen Halt gemacht. Die sind bis zu den jüngeren Kindern, bis in die Volksschule gegangen. Einfach auch, weil Schülerinnen und Schüler sich oft unabsichtlich gegenseitig unter Druck gesetzt haben und gerade beispielsweise mit der Entscheidung, mit der Impfung unter 14 Jahren kann man das nicht selber entscheiden, dass Kinder unter den Entscheidungen von den Eltern gelitten haben, weil sie einfach gewisse Konsequenzen mittragen müssen haben und Mitschülerinnen und Mitschülern aber auf diese Entscheidungen nicht gut zu sprechen waren und dementsprechend diese Person vielleicht ausgegrenzt haben. Genau. Aber grundsätzlich zur Pandemie, wir haben immer einen sehr guten Austausch mit den Ministerien gehabt und haben unseren Fokus darauf gesetzt, sobald ein Problem aufkommt, sofort uns anzuschauen, wo gibt es eine Lösung, können wir, also ist es in unserem Bereich oder in unserem Möglichen, dass wir eine Lösung dafür finden oder ist es vielleicht nicht unsere Kompetenz und mit wem können wir zusammenarbeiten? Und ich glaube, die Pandemie hat sehr gut gezeigt, dass es dass vor allem auch Jugendliche sehr viel Verantwortung übernehmen können und auch Kinder. Und ich entferne mich immer ganz gern von dem Ausdruck, der uns ein bisschen in den Kopf geworfen wird, mit Lost Generation oder die Partyjugend, die
die während Corona nur Party machen wollte und quasi kein soziales Engagement gezeigt hat, weil wird, also da sage ich ein klares Nein dazu. Warum? Weil Kinder bis ins Volksschulalter Eigeninitiative gezeigt haben, dass sie selbstständig lernen können, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass ältere Geschwister mit ihren jüngeren Geschwistern lernen und dass wir nicht die Partyjungen sind, sondern dass wir genauso Verantwortung übernehmen können und unseren Beitrag in dieser Pandemie geleistet haben. Und das sehe ich auch in meiner Verantwortung aus der Vertretung, dass wir dieses Bild in die Gesellschaft wieder zurückbringen, weil ich glaube, man kann sehr stolz sein auf uns, auf Jugend, was wir in dieser Pandemie geleistet haben und auch hoffentlich weiterhin leisten werden. Und hoffe in der Zukunft, dass wir die Folgen, die uns sicher noch einige Zeit begleiten werden, gut gemeinsam meistern werden und da jeder und jeden so unterstützen können, wie er oder sie es braucht, damit wir in ein paar Jahren sagen können, wir haben die Pandemie letztendlich gut überstanden. Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Oellinger. Eigentlich braucht es kein Netzwerk Kinderrechte, wenn die Jugend sich so reflektiert und sozial selbst vertritt, weil Ihre letzten Worte waren jetzt beeindruckend für mich, wie Sie sagen, wir haben alle Verantwortung übernommen und das stimmt und das hat die Frau Miffek schon vorher für die junge Altersgruppe eigentlich klargestellt, dass sogar die ganz Kleinen auf ihre Familien geachtet haben und das mitgetragen haben. Und Sie haben es jetzt noch einmal für die Jugendlichen von Österreich mit sehr viel Werf unterstützt und ausgedrückt. Das ist schön zu hören. Es ist wirklich super, dass es so, das ist mir jetzt ganz massiv aufgefallen, reflektierte Positionen eingenommen haben. Das war jetzt kein Bashing in irgendeine Richtung, weder von der einen Referentin noch von der anderen. Sie stehen im Kontakt mit den Ministerien, aber sie verstehen auch, dass die nicht alle Wünsche erfüllen konnten. Da sage ich jetzt als Vertreter vom Netzwerk Kinderrechte, manchmal hätten sie etwas mehr machen können, die guten Ministerien, aber das geht nicht immer. Und ja, ich möchte eigentlich einfach noch einmal diese positive Stimmung, die Sie trotz 2 Jahren Pandemie und trotz sehr viel Verantwortungsübernahme und eigentlich auch durchstehen müssen, vermittelt haben, hier aufnehmen. Ich habe gesehen, dass im Chat schon zumindest 2, 3 Fragen geschrieben und zum Teil auch schon eine ist schon beantwortet worden von der Frau Miffek. Das läuft also parallel. Gut so. Wir sind dem Ende der Stunde sehr nahe. Ich möchte es jetzt auch nicht überziehen, nachdem wir es geschafft haben mit einem sehr komprimierten Durchlauf und mehreren technischen Pannen die Stunde einzuhalten. Nächste Woche geht es um Montag, um 16. Mai wieder weiter. Da referieren Christiane Spiel und Paul Plehner und über Bildung und Gesundheit, quasi wie es den Kindern und den Jugendlichen geht und gegangen ist. Es sind dazu schon einige Hinweise von der Frau Miffek und von der Frau Oellinger gekommen, dass das wirklich phasenweise schwer zum Durchstehen war und dass die vieles im Moment im Abklingen ist, aber nicht alles vorbei ist. Der Nachhall begleitet uns noch. Und es wollte es mir schwer zu schließen, aber ich mache es jetzt. Vielen Dank für Ihre Referate, für Ihre Bereitschaft hier zu sprechen, für Ihre Zeit zum Zuhören und Dabeisein. Und auf Wiederhören und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche, Montag, 16. Mai, 12 Uhr, bei der Mittagspause. Danke sehr. Vielen Dank, Wiedersehen.